Mike Bengel ist ein waschechtes Duisburger Urgestein. In Duisburg ist er aufgewachsen und seitdem seiner Heimatstadt treu geblieben. Mittlerweile hat es ihn und seine Eltern nach Homberg verschlagen. Auch wenn der Globetrotter nicht oft zu Hause ist, verkörpert das Heim seiner Eltern ein Ruhepol im rastlosen Schaustelleralltag. Ja, das Zuhause, das fährt man natürlich immer irgendwann nachts an, wenn man nach Hause kommt, müde ist, wo man Ruhe findet und was zu essen. Das ist auch ganz wichtig, ne? Ja, zu Hause heißt Ruhe, Frieden. Man ist angekommen, wenn man sagt zu Hause. Vor ein paar Wochen steckten Mike Bengel und seine Helfer noch mitten in den Vorbereitungen zur BK Kirmes. Prunkstück in diesem Jahr, die Showbühne. Die hat Mike Bengel vor 15 Jahren mit eigenen Händen gebaut. Die Schaustellerei liegt dem Duisburger nun mal im Blut. Die BK Kirmes hat eigentlich einen sehr hohen Stellenwert, weil ich ja von klein auf an hier mitgewachsen bin in die Geschichte rein. Bin mittlerweile seit 20 Jahren Vorsitzender des größten Schaustellervereins hier, Schaustellerverein Groß Duisburg e.V. und Geschäftsführer von der Schausteller Duisburg Event GmbH. Diesen Erfolg hat er auch seinen Eltern zu verdanken. Die waren selbst Schausteller. Mutter Mili Bengel erinnert sich gerne an alte Zeiten zurück. Eine tierisch witzige Geschichte ist ihr dabei besonders im Gedächtnis geblieben. Da war ein Karnevalzug und wir hatten den Elefant von guten Bekannten aus dem Zirkus. Und der hat gesagt, ich stelle euch den Elefant zur Reklame vor. Aber der Elefant, der ging keinen Schritt, wenn er nicht morgens eine Flasche Schnaps getrunken hat. Also wenn er eine Flasche Korn auf hat, dann ging er mit. Und unterwegs im Zug, da können Sie ja sehen, da am Bild, dann hat er, wenn der einer runter wollte, hat er mit einem Rüssel so gehalten, dann konnte er runtersteigen. Aber gleichzeitig ist er hingegangen, hat die anderen, wenn jetzt einer ein Glas in der Hand hatte oder irgendwas, schwupp, hat das geklaut und hat das ausgetrunken. Und so ging das der ganze. Aber wenn wir da hinten ankamen, war das stinkbesoffen. Auf dem Gelände der Firma Bengel ist jedoch oft keine Zeit mehr für einen Umtrunk. Schließlich gibt es immer etwas zu tun. Selbst heute werden hier noch neue Kirmeswagen gebaut sowie alte Wagen instand gesetzt. Und auch schon früher stand der Name Bengel für Qualität und Vielfalt. Da war eine Schaukel da, da war Kinderkarussell da, da war Schießbude da. Dann hat man verschiedene andere Fahrgeschäfte gehabt. Raupenbahn, Berg- und Talbahn, Amorbahn und verschiedene Bahnen. Schießbude erstmal. Nachher kam ein Schießwagen. Ein teures Geschäft war das gewesen. Es brauchte aber nicht mehr aufgebaut werden. Man klappte zu und konnte damit wegfahren. Zusammenklappen und abhauen heißt es auch jetzt wieder, denn Mike Bengel und seine Kirmeswagen gehen wieder auf große Fahrt. Schließlich sollen auch in Zukunft noch viele Kirmesbesucher die Marke Bengel in guter Erinnerung behalten.